Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play namens Life is Strange True Colors. Ja, das Spiel ist heute rausgekommen und ich bin sehr, sehr erfreut darüber, dass man das Spiel schon ab morgens spielen kann. Da habe ich mich jetzt extra schon, früh aufgestanden bin ich sowieso. Ich musste ja meine Tochter zur Schule bringen. Aber da habe ich mich jetzt extra früh rangesetzt und möchte euch natürlich früh das Ganze aufnehmen, damit ihr das Ganze heute schon gucken könnt, wenn ihr zum Beispiel von der Arbeit oder von der Schule kommt und ja, die Story genießen wollt. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich werde mal direkt anfangen. Ich habe absolut keine Ahnung, worum es geht. Ich habe mich diesmal überhaupt nicht spoilern lassen. Ich rede nicht mehr lange drum herum, sondern starte erstmal das Spiel. Also Alex, es ist endlich soweit. Du bist seit 8 Jahren in der Wohngruppe Helfende Hand. Wir haben eine Menge durchgemacht. Ja. Und jetzt verlässt du uns, um bei deinem Bruder zu leben. Meinem Bruder Gabe. Hier steht, er lebt in Haven Springs, Colorado. Stimmt das? Ein großer Schritt. Wie sieht es mit der Schule oder einem Job aus? Mein Bruder meinte, ich kann ein paar Schichten in der Bar übernehmen, in der er arbeitet. Dann arbeitest du mit Menschen. Ich denke schon. Weiß denn dein Bruder von deinen Problemen? Ist das eine offizielle Interviewfrage, Dr. Lin? Alex, du weißt, du liegst mir am Herzen. Und nach allem, was passiert ist, will ich wirklich nur das Beste für dich. Er weiß nichts. Das wird niemand, sobald ich hier weg bin. Dann bin ich ein normales Mädchen in einer normalen Stadt. Life is strange, true colors. Kapitel 1, Seite A. Gabe meinte, ich soll ihn bei der Brücke treffen. Ich kann es kaum erwarten, ihn zu sehen. Ja, und damit geht es auch schon los. Ehrlich gesagt habe ich gerade gedacht, dass ich eventuell besser... Kann ich auch schneller gehen? Nee. Dass ich eventuell besser damit gefahren wäre, den Controller zu benutzen. Ja, ich will die Kamera aber gerade nicht bewegen. Danke. Soll man das so machen? Okay. Okay, es ist auf jeden Fall schon mal ein sehr farbenfrohes Spiel. Ich liebe Blumen. Drücke Space, um den Zehn-Moment zu verlassen. Okay, was ist denn da unten? Ist das ein Elch? Okay. Die leben da einfach mittendrin. Wo sind wir denn hier? Ich hätte jetzt mal so spontan Kanada getippt, aber ich habe keine Ahnung. Aber es sind sehr schöne Bilder. Ich weiß, ich hätte jetzt auch rausgehen können, aber ich liebe dieses Geräusch von Wasserfällen. Und ich... Ja... Würde mir gerne diese Bilder mal angucken für einen kleinen Moment, was sie so zeigen. Oh, ein Vögelchen. Okay.
Okay, so, ich würde sagen, dass wir dann rausgehen. Also unser Bruder scheint doch noch zu leben. Oh Mann, er ist es wirklich. Was ist die angemessene Begrüßung, wenn man seine Schwester nach 8 Jahren wieder sieht? Handschlag natürlich. Ich wäre cool mit einer Umarmung. Oh, gehört Rippenquetschen auch zur Begrüßung? Ich freue mich so, dich wiederzusehen. Unglaublich, du bist hier. Glaub's ruhig. Sie ist jetzt erwachsen. Ich habe so viel verpasst. Ah, ich bin gewachsen, hä? Ja, ja. Das hat die Zeit so an sich. Bereit, die Stadt zu erkunden? Und ich dachte schon, wir können jetzt seine Aura sehen, aber wir können noch viel mehr. Das ist ja interessant. Ja. Na klar, rocken wir los. Kein Plan, wo das herkam. Ich auch nicht. Aber mir gefällt der Spirit. Okay, die Black Lantern ist die Straße runter. Du weißt, dass ich über einer Bar wohne, oder? Mega. Wie war die Fahrt? Du musst fertig sein. Mir geht's gut. Die Fahrt durch die Berge war unglaublich. Eleanor, hey. Alex ist angekommen. Alex, das ist Eleanor Leith, Besitzerin des Blumenladens und der absolute Sonnenschein von Haven Springs. Es ist schön, dich endlich kennenzulernen. Willkommen. Wir sind froh, dass du hier bist, Alex. Gabe hat oft von dir erzählt. Ich freue mich, hier zu sein. Sie wirkt echt nett. Ja, sie ist toll. Sie liebt es, Leute zu umarmen. Habe ich gemerkt. Willkommen in Haven. Macht seinem Namen alle Ehre. Auf jeden Fall ist schön bunt da. Und sehr viele Blumen. Das gefällt mir richtig, richtig gut. Echt hübsch. Komm. Ist das der erste offizielle Halt der Tour? Ganz genau. Drin findest du unser wertvollstes Ausstellungsstück. Gabe Chen kauft Blumen zur Besänftigung seiner wütenden Freundin. Oh, ich kann's kaum erwarten. Die Kritiken waren durchwachsen. Hey, Gabe. Riley, das ist meine Schwester Alex. Sag mal, was ist deine größte Schwäche? Was? Ist für ihre College-Bewerbung. Wir überlegen schon seit Tagen. Gabe besteht darauf, dass ich ehrlich antworte. Es ist immer besser, eine ehrliche Antwort zu geben. Was wäre die Alternative? Lügen? Nicht lügen. Eher strategische Halbwahrheiten. Wie... ich arbeite zu viel oder ich rette zu viele Welpen. Den Schwachsinn riechen die sofort. Ich habe versucht, sie zu warnen. Ach ja? Was würdest du tun? Naja, ehrlich und clever sein, ehrlich gesagt. Aber ja, ich sag mal, sie soll ehrlich sein. Ich würde ehrlich sein. Das ist oft nicht leicht, aber dann wirkst du viel authentischer. Sag ich ja. Wow. Ihr beiden scheint mir jetzt schon ein echtes Dreamteam zu sein. Sieht so aus. Alex, ich brauche deine Hilfe. Welche kaufe ich für Charlotte? Ich weiß, dass sie Sonnenblumen am liebsten mag. Aber ich habe online gelesen, dass man sich am besten mit einem Strauß Maiglöckchen entschuldigt. Nein, nein, nein. Also? Nimm die Sonnenblumen. Was hast du getan? Genau, das können wir auch erstmal fragen. Wofür... entschuldigst du dich denn eigentlich?
Dieses Mal wegen des Klodeckels. Ernsthaft? Also, wenn Charlotte Sonnenblumen liebt, dann nimm doch einfach Sonnenblumen. Genau das dachte ich auch. Weißt du, wenn Mac mir nur halb so oft Blumen kaufen würde... Naja, dann wäre er nicht Mac. Immer noch so ein Hin und Her zwischen euch? Irgendwie schon. Gerade läuft's gut, aber frag mich in 5 Minuten nochmal. Darf ich anschreiben? Ja. Willst du Mac echt nicht von der Bewerbung erzählen? Nein, noch nicht. Vielleicht später. Okay, wie du meinst. Wir können los, wenn du willst. Alles klar. Ich sehe mich vielleicht noch ein wenig um, bevor wir gehen. Okay. Ein Muss für jeden verzauberten Garten. Was haben wir denn sonst noch hier? Oh, wer die wohl sind? Ich habe keine Ahnung. Und ich klicke gerade in den falschen Bildschirm, habe ich festgestellt. Ja. Sind das deine Großeltern? Nein, aber sie bedeuten mir viel. Alistair und Ava Murphy. Oma hat ihnen das Gebäude vor meiner Geburt abgekauft. Okay. Hoffentlich wirft mein Ratschlag sie nicht völlig aus der Bahn. Ach, wird schon passen. Ja, komm, ehrlich zu sein ist ja jetzt nichts Schlimmes. Also, man kann auch ehrlich und clever zugleich sein. Tiny Houses werden offenbar immer beliebter. Der hat so einiges gesehen. Das würde erklären, warum er so reinguckt. Man kann wirklich alles aufwerten, wenn man einen Strauß Blumen reinstopft. Ja, irgendwie schon. Nein, nimm die Grußkarten. Keine Karte, auf der steht, für meinen Bruder, den ich 8 Jahre lang nicht gesehen habe, weil das Pflegesystem uns auseinandergerissen hat? Schade. Ah, das Pflegesystem, das erklärt so einiges. Da läuft ja sehr, sehr viel schief. Ob schon mal jemand auf diesem Dekostuhl gesessen hat? Ich dachte, sie setzt sich jetzt dahin. Wie bringe ich alles, was ich anfasse, um? Ein Gärtnerleitfaden von Alex Chen. Die Freisetzung des Geschmacks der Erde. Okay. Kann man das irgendwie weitermachen? Nee. Das perfekte Blumenbeet. Und den magischen Garten Realität werden lassen. Hört ihr dieses Rauschen eigentlich auch? Das ist nicht von hier, das ist irgendwie aus dem Spiel. Ventilator oder so ist es nicht, aber es ist irgendwie seltsam. Okay, wir gehen. Können los. Danke. Wir sehen uns, Riley. Wie lange bist du schon mit Charlotte zusammen? Ungefähr 3 Jahre, glaube ich. Dann gibst du sicher viel Geld für Blumen aus. Sie ist es wert. Da ist ein Blumenkranz. Sollen wir uns den angucken? Können wir uns den nur angucken? Die sind echt schön. Danke. Hab ich gemacht. Jeden einzelnen Kranz. Oh. Wow. Du solltest Geld dafür verlangen. Es geht nicht ums Geld, Alex. Sondern darum, Leute glücklich zu machen? So, hier ist es. Nein, guck dir das an. Wow. Danke für die Info. Taifun-Minengesellschaft. Sprengungsankündigung. Was? Geplante automatische Sprengung. Am Sonntag, den 28. April 2019. Zeit 21 Uhr. Vor der Detonation werden in Gebieten im Sprengungsbereich Warnsirenen zu hören sein. Betreten Sie den Sprengungsbereich nicht. Das will ich doch hoffen, dass man den nicht betritt. Yoga. Ziegen-Yoga? Wow. Einfach. Wow. Ziegen-Yoga. Namaste.
Zentrieren Sie Ihren Körper, befreien Sie Ihren Geist und tun Sie das alles mit winzigen Ziegenfüßchen auf Ihren Rücken. Nehmen Sie an einem unserer entspannten Yoga-Kurse auf unserer Farm teil. Kommen Sie vorbei oder rufen Sie Stacy unter 970-555-4839 an. Bergamot, Colorado. Okay, das beantwortet auch meine Frage. What the fuck ist Ziegen-Yoga? Yoga? Mit Ziegen? Willkommen echt? In Colorado. Hätte ich jetzt nie gedacht. Ja, keine Ahnung, warum ich jetzt eigentlich mitbekommen hatte, dass der Bruder meint Ansehen sprechen. Wie kann ich denn jetzt meine Gabe benutzen mit Ansehen? Ich wette, Gabe hält den Blumenladen ganz allein über Wasser. Gabe Chen, der perfekte Boyfriend. Voll, oder? Ich gehe kurz rein und glätte die Wogen. Dauert nur eine Minute. Hey, ich stell dich hier noch vor, nur später. Okay. Ist echt kein Problem. Das dauert länger als eine Minute. Kannst mir glauben. Oh, hallo. Gabe ist dein Bruder, oder? Ich bin Ethan. Charlotte ist meine Mom. Hi, Ethan. Ich bin Alex. Was liest du da? 9. Wächterin. Oh, hat sie das Zepter der Klarheit schon gefunden? Sie sucht noch danach, aber ich glaube, sie braucht den Armreif des Verschwindens, um es zu finden. Aha. Verschwinden, das ist meine Art Kraft. Ja, aber das hört sich doof an. Ich hätte lieber den Feuerring. Ich würde lieber Feuer verschießen und meine Gegner zu Asche verbrennen. Was, wenn der Feuerring versehentlich beim High Five losgeht? Zu riskant. Wenn du Comics magst, kann ich dir mal meinen eigenen zeigen. Den würde ich gern sehen. Du kannst ihn haben, wenn du willst. Ich habe noch eine Menge Kopien, die ich im Plattenladen verkaufe. Das ist mega cool, Ethan. Ich lese ihn sofort. Gehst du zelten? Kennst du die Mine? Ich weiß, dass es eine gibt. Es gibt in den Bergen viele alte Tunnel. Ich glaube, ich habe einen Weg reingefunden. Also, ich bin keine Expertin, was Minen angeht. Aber ich hätte ja schon ziemliche Angst. Ach, ich mache öfter Erkundungstouren. Das ist gar nichts. Oh Mann, das hätte ich dir nicht erzählen sollen. Ja, vorsichtig soll er auch sein, ne? Aber das soll jetzt nicht so, keine Ahnung wie wirken. Versprich mir nur, dass du auf dich aufpasst, okay? Mach dir keine Sorgen. Wirklich. Ich sehe mich mal im Plattenladen um. War schön, dich kennenzulernen. Wo hat ihn jetzt das Comic? Ich will das Comic lesen, den Comic. Egal, ich würde es lesen. Oh, wow. Erinnert mich an den Laden, in dem Gabe und ich früher ständig waren. Er hat wochenlang das Geld von seinem miesen Autowaschjob gespart, damit wir neue Platten hören konnten. Echt verrückt. Nach all den Jahren stehe ich hier und warte jetzt wieder im Plattenladen auf meinen großen Bruder. Nur dieses Mal kaufe ich die Platte. Niemals.
Oh. Hört sich beides interessant an. Ich hab's zwar eher mit Einhörnern als mit Zombies, aber... Bewohner von Haven Springs, das war The Wednesday mit Bomb Squad. Und als nächstes kommt ein ganz besonderer Wunsch von... so einem Mädchen. Naja, einen ganz besonderen Wunsch würde ich es jetzt nicht nennen. Ich hatte ja jetzt keine Auswahl. Also, außer zwischen den beiden. Sorry, der Laden ist im Moment geschlossen. Was etwas verwirrend ist, da er ja offensichtlich aufhat. Moment, bist du... Alex? Die bin ich. Wow. Gabe spricht schon seit Ewigkeiten davon, dass... du mal kommst. Ich bin Ryan. Hi, Ryan. Freut mich. Also, ein weiter Weg von Portland. Was hältst du von Haven? Ja, ich find's cool. Bisher sieht es ziemlich cool aus. Dieser Plattenladen ist echt unglaublich. Sowas habe ich hier echt nicht erwartet. Yep, unser kulturelles Wahrzeichen. Also, der Laden ist geschlossen. Aber sie haben ihn nur für dich geöffnet? Du musst ja etwas sehr Wichtiges abholen. Naja, nun, das könnte man so sagen. Der Naturkundler-Leitfaden für die Rufe heimischer Vögel. Wow, das ist... nötig, genau. Anders hört sich so... das hört sich beides so negativ an. Das ist doch eigentlich cool. Also nerdig würde ich jetzt nicht als negativ ansehen, aber anders würde ich jetzt auch nicht als negativ ansehen. Ich sag mal anders. Keine Ahnung. Wirklich mal was Besonderes. Ist eine ziemlich unbekannte Platte. Hm. Der National Park Service gab ihr 5 Sterne. Also, bist du ein... Colorado State Park Ranger. Jetzt ergibt das alles Sinn. Schade, dass der Laden zu hat. Ich wollte ein Geschenk für Gabe suchen, aber ich finde sicher was anderes. Ich weiß nicht mal, ob er überhaupt noch Platten hört. Das tut er. Charlotte hat ihm gerade erst einen Plattenspieler geschenkt. Wenn ich mich nicht täusche, hat er etwas zurücklegen lassen. Du arbeitest also nicht hier? Steph hat sicher nichts dagegen. Das wird der einfachste Deal, den sie je abgeschlossen hat. Wenn ich nur die Warteliste finden würde... Mist. Die war hier doch irgendwo. Hilfst du mir suchen? Ha! Klar. Eine Idee, wo wir anfangen sollen? Keinen Plan. Also normalerweise... Steph lässt wirklich überall Zeug liegen. Halt. Ach, jetzt kann ich sie schneller bewegen. Okay. Also, Actionfiguren, Bestellkiste. Gabes Platte ist hier drin. Aber welche ist es? Ah, okay, verstehe. Was kommt man jetzt hier gerade angucken? Jetzt wollen sie es nicht mehr. Pflanze, Minenflugblatt. Das würde ich mir aber gerne mal angucken, weil das... Du hast mir gar nichts zu sagen, Poster. Also, rufen Sie Ihre Abgeordneten an. Sagen Sie ihnen, sie sollen Nein stimmen für das Volksbegehren 39. Haven Springs, derzeitige Förderstätte, geplante zukünftige Förderstätte. Planwirtschaftliche Förderinteressen stellen ihren Gewinn über die Gesundheit ihrer Familie. Ja, kurz gesagt, Politik.
Lassen Sie die Berge weiter hoch auftragen. Ach so, das soll quasi gesprengt werden, wenn ich das richtig verstehe, damit die wieder einen neuen Schutt auftragen können oder so. Vor einer Menge aus Fremden auf der Bühne stehen? Alter, das ist ja wohl mal das Gruseligste überhaupt. Open Mic at Black Lantern. Live Karaoke und Drinks zum halben Preis. Erster Dienstag im Monat. Würde ich unheimlich gerne mal machen, aber leider weiß ich nicht, ob und wenn ja, wo es eine Karaoke-Bar hier geben würde. Okay, Anschlagbrett. Auswahl der Angestellten. Okay, Steph. Mal sehen, worauf du stehst. Ich verspüre hier Indie-Vibes. Indie-Vibes? Okay, echt obskure Indie-Vibes. Und so bunt. Ja, okay. Das war offensichtlich nicht das, wonach wir jetzt gesucht haben. Oh, guck mal. Moment. Ist das die Warteliste? Oh. Ganz ruhig. Ich will nur kurz... Okay, alles gut. Bin überrascht, dass du noch beide Hände hast. Naja, leider sitzt sie auf der Warteliste. Wir könnten sie mit ihrem Spielzeug weglocken, falls wir es finden. Hilf mir mal. Da hinten? Oder muss ich das jetzt generell suchen? Achso. Glück gehabt mit dem Katzenspielzeug? Noch nicht. Also, was denkst du? Irgendeine Ahnung, was Gabe so hört? Keine Ahnung? Ich glaube, er fährt voll auf die akustische EDM-Szene ab. Ist das nicht ein Widerspruch? Wie in jeder guten Musik. Wow. Dieb. Tja. Es gibt nur einen Weg, das rauszufinden. Dann suchen wir mal das Katzenspielzeug. Ah, okay. Metallbox, Regal, Schublade. Fangen wir mit der Schublade an. Sei bitte da drin, Spielzeug. Die Spannung bringt mich noch um. Vielleicht da drin? Vielleicht sind's ja Celine Dion's Greatest Hits. Oh Gott. Du meinst The Essential Celine Dion? Eine echte kanadische Legende. Nichts. Schrottkiste, vielleicht da. Vielleicht ist es in dem Karton. Sieht aus wie so eine Angel oder so, es könnte. Oh. Und da haben wir es. Ha. Gut geraten. Okay, das war's nicht. Ein Quietsche-Elch, oder was war das? Halt oh mein Gott. Steif. Falls ich durch diese Katze tragisch zum Tode komme, sag Gabe, dass es mir leid tut. Ja. Oh. Ha! Wer ist jetzt das überlegene Säugetier? Wow. Gute Idee. Danke. Für einen Typen aus dem Wald habe ich dieses Kundenservice-Ding ganz gut drauf. So. Gabe Chen. Tiny Blue Bot. Okay. Also klar. Telefon? Moment. Kann ich nicht annehmen? Ich hab's gedrückt. Hallo? Ah, jetzt. Ah. Okay, zu erledigen. Gratis-Drinks. Jetzt habe ich schon vergessen. Irgendwas mit Tiny Tape. Blue Bot oder so. Okay. Escape zurück. Moment. Gabe und ich haben damals ständig zusammen Platten gehört. Wir haben alles um uns herum vergessen und stundenlang abgerockt. Du musst mir unbedingt erzählen, wie Gabe als Kind so war. Je peinlicher, desto besser. Nerd, krass. Ja, wie Nerd sah er jetzt nicht gerade aus.
Ehrlich gesagt, war er ein ziemlich cooler älterer Bruder. Er hat geraucht, was ich damals echt mega fand. Und irgendwie bekam er sein erstes Tattoo mit 12. Mann, das ist wirklich ziemlich cool. Okay, naja. Das sind dann genau 20. Also ich liebe Tätowierungen, ich habe auch so einige, aber cool finde ich es jetzt nicht mit 12. Nein, dein Ernst? Du ziehst das jetzt echt schon wieder? Nein, komm schon. Hast du überhaupt irgendeine Ahnung, wie viel Zeit ich da reingesteckt habe? Du bist... Nein, Alter, ich kann nicht vorbeikommen. Ich arbeite gerade. Das nennt man einen Job. Tja, aber wer noch nie gearbeitet hat... Ich kann gerne übernehmen, wenn du kurz raus musst. Hey, warte mal kurz. Meinst du das ernst? Du hast doch eine Playlist, oder? Ich glaube, das kriege ich schon hin. Du bist meine Rettung. Oh, aber kein Vogelgezwitscher. Bin schon auf dem Weg. Die Orga von dem Lab nervt so krass. Alles okay? Ja. Sorry. Ich war gerade irgendwie neben der Spur. Danke. Ist okay. Ah, ich wusste doch, dass ich dich hier finde. Ist wieder alles gut mit Charlotte? Dank deiner Hilfe. Ihr müsst euch kennenlernen. Ihr versteht euch bestimmt. Also, meine zwei liebsten Menschen an meinem liebsten Ort. Was führt euch hierher? Wir reden über Vögel, genau. Wir haben uns unterhalten. Über Vogelrufe und Vogel-CDs. Er ist ganz vernarrt in Vögel. Schuldig. Du weißt schon, dass sie hier bleiben soll, oder? Was für ein Glück, dass ihr euch jetzt kennt. Dieser Kerl ist nicht nur mein bester Freund, sondern auch der beste Touristenführer für Haven weit und breit. Und dieser Kerl zapft die besten Biere. Hey, noch was. Mac war vorhin hier und er will dringend mit dir reden. Er weiß, wo er mich findet. Meine Schicht fängt in 20 Minuten an. Kommst du mit? Also. Ich komm nach. Ich muss noch eine Radiosendung moderieren.